Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, unser Männchen steht hier immer noch rum. Ich hoffe mal auch, dass jetzt die Videoaufnahme besser ist. Ich habe jetzt beim letzten Mal bemerkt, oh, es ist hochkant. War vielleicht nicht so richtig geil. Weiß ich nicht. Bestimmt nicht. Ja, wie ihr seht, wir sind noch in unserem Park. Unser Großvater hängt hier vorne noch ein bisschen rum. Da werden wir mal mit ihm reden. Ja. Ah, reden. Wisst ihr, ich war am Experimentieren und da machte ich die bahnbrechende Entdeckung, wie man Portale erschaffen kann. Ich habe Jahre gebraucht, aber ich denke, wir haben es nun zum Laufen gebracht. Es ist das. Was ist denn los? Ist das nicht unglaublich? Ja, meine Redeskills auch. Unglaublich vernachlässigt. Wenn ich mich hier so umsehe. Was? Der Park? Nun ja, man könnte sagen, der Zustand ist etwas desolat. Oh nein! Oh nein? Die Bürgermeisterin. Sie warnt mich seit Jahren, dass sie diesen Schandfleck schließen und das Grundstück beschlagnahmen lässt, wenn ich hier nicht für Ordnung sorge. Ja. Eine Enteignung ist ja natürlich Grund. Ich war so mit dem Portal beschäftigt, dass ich das ganz vergessen habe. Das bekomme ich doch unmöglich rechtzeitig in Ordnung. Ja. Die Baufähigkeit lässt sich nicht von der Hand weisen. Schon daran gedacht, die lokale Raumzeit mit Hilfe eines Raumzeit-Alternativ-Realitätswandlers zu spleisen. Ja, das habe ich mir jetzt auch so gedacht. Mit einem was bitte? Ist doch leicht. Wenn Quantenstränge phasengleich mit Unregelmäßigkeiten in der Mikrowellenhintergrundstrahlung vibrieren. Du Depp. Jetzt mal langsam. Ich, also mein Großkind hier, versteht rein gar nichts von dem, was du von dir gibst. Ja, ganz genau. Tut mir leid. Ich fange nochmal an. Es macht kaputte Sachen wieder ganz. So, perfekt. Genau, was ich brauche. Ich hätte gern 3. Nimmst du Kreditkarten? Ist gar nicht nötig. Ich bin nämlich in der Lage, so ein Gerät aus Teilen zusammenzubauen, die ich auf dem Gelände herumliegen gesehen habe. Das war zum Flugsimulator. Okay. Fertig. Jetzt brauchen wir nur genug Energie, um die Maschine in Betrieb zu nehmen. Ja, guck mal lieber nicht da hinten hin, das ist unaufgeräumt. Also Elektrizität? Im Grunde. Aber was mit mehr Power? Sowas wie Fröhlichkeitskristalle. Die größte Energiequelle, die ich auf all meinen Reisen durchs All kennengelernt habe. Was? Erklär uns das. Diese Kristalle bilden sich in lokalen Raumzeitvertiefungen, wenn dort der positive Delta-Wert des Karmas, den Ö, was auch immer, Wert der... Was? Wo hast du die? Das hatten wir doch schon. Ich habe kein ich meine, mein Großkind hier versteht kein Wort von dem, was du da redest. Um es einfach zu sagen, Schritt 1, wir helfen Menschen in Not. Schritt 2, Fröhlichkristalle erscheinen. Schritt 3, wir setzen den Themenpark in Stand. Schritt 4, alles Paletti.
Meine Messwerte zeigen mir mehrere Orte, an denen Menschen bald Hilfe brauchen werden. Es liegt an der Position 390489.309.00939.00393#. So, was sind denn das nun wieder für Koordinaten? Ist das weit weg? Eine nicht unbeträchtliche Entfernung. Hätten wir doch bloß ein Portal? Ja, damit könnten wir rechtzeitig dort sein. Na bitte, ich wusste, es würde zu etwas Nützliches sein, also ich bräuchte auf jeden Fall so ein Teil. Dann hacke ich mich mal in dein Portal und setze alles Nötige auf. Okay, wir haben es mit Portalen zu tun. Nächster Halt 390482.90.30949.00093#. Scheint eine Art Dschungel zu sein. Also ihr zischt los, besorgt einen Fröhlichkeitskristall, oder wie die Scheiße heißt, und dann beseitigen wir dieses Chaos. Ganz genau. Na dann, ab mit euch. Okay. Muss ich das Ding da mitnehmen? Ich gehe einfach erstmal durch. Portalnutzung, Vervollständigung 0, Geschichte 0, Truhe 0 von 13, Shop 0 von 10, Tiere 0 von 20. Okay. Klingt so, als hätte man hier wirklich noch ein bisschen was zu tun. Hatte man ein schönes Urteil. Guck schon, ein riesen Dschungel. Üppiges Grün, frische Luft und mysteriöse Ruinen. Jo, ich muss dann wieder hoch und da ist auch ein Schatz. Nur. Lass uns die Gegend erforschen. Du kannst jederzeit zu Großvater, bleib doch mal hier unten. Du kannst jederzeit zu Großvater Vergnügungspark zurückkehren. Nutze dazu die Option zurück zu Opa. Im Handgelenksmenü. Das bin ich hier. Dann habe ich Menü. Ah, da will ich gar nicht draufdrücken. Zurück zu Opa. Garderobe. Kamerafixierung ein. Ich habe noch gar nicht probiert, was das eigentlich sein soll. Was heißt denn das? Ich kann es nicht bewegen oder doch? Egal. So, ich möchte jetzt nicht zu Opa. Wir bauen jetzt. Ja, ich glaube, wir müssen zurück zu Opa. Kann man mit ihm reden? Ne? Kann man mit dem reden? Ach, ich kann es benutzen. Was ist denn das? Wie ich schon sagte, das Ding braucht Energie. Okay, alles klar. Dann wieder zurück zum Portal. Ab zum Dschungel. Und da sind wir wieder. Alles klar, okay, das bringt nichts. Gut, was? Ich meine, schön wäre es, wenn diese blöde Option ja weggeht. Hau ab. Ich habe mich überschätzt. So, als erstes muss ich wahrscheinlich erstmal eine Brücke bauen und da hoch. Dann baue ich da eine Brücke. Und so irgendwas anderes. Da hupft da irgendwas. Ein Häschen. Dann geht's da lang. Hier hoch. Doch nicht. Keine Ahnung. Aber wir bauen das mal hier ein bisschen rum. Ah, hier unten ist auch noch was. Was ist ein Geier? Wo komm ich denn da hin? Das ist doch auch was wie jetzt wäre das doch hier ein Portal. Und das Wasser schwebt so komisch in der Luft. Komm. Noch mehr Verstecke? Ja, hier hinten? Ne, doch. Hier ist. Ne. Das ist eigentlich das einzige Versteck hier, so ein bisschen, aber keine Ahnung, wofür. Na gut, wir hämmern ja mal ein bisschen rum. Oh. Da sind meine Pflanzen hier, meine Orchideen geflogen. Oh nein, hast du das gesehen? Das kleine Flugzeug muss in den Berg notlanden. Ja, ne, das war meine Orchideen. Ich konnte ein paar Fallschirme sehen. Hoffentlich geht es allen gut.
Wir müssen sofort los, um diesen Leuten zu helfen. Ja, ich schätze mal, das können wir diese komische Fröhlichkeitskristalle herauszaubern. Wir fangen erstmal hier an. Wir bauen uns eine Treppe. Wir haben 10 von 10. Von den dicken hier. Das klatsche ich einfach mal so drauf. Na, das passt doch nicht. Gut. Da. Und ich habe noch die hier. Es wäre schon ein ziemlicher Zufall, wenn das nicht unbedingt jetzt in der Form wäre. Den kann ich ruhig auch noch verwenden, so ist es nicht. Ja, okay. Sieht man. Ich meine, ja, man kann es probieren. Probier's mal. Hey, oh. Okay, das Ding ist dumm. Warte mal. So, wo wir sitzen? Oh, ich hab's geschafft. Och Mensch, lauf doch mal nicht so dumm, fahr doch hoch. So. Oh, Papagei. Oh. Kann ich mit dem irgendwas machen? Baue eine Fußgängerbrücke über den Fluss. Oh mein Gott. Okay, jetzt wird es kompliziert. Es muss natürlich irgendwie hier hoch. Es muss hier wahrscheinlich so ein bisschen durchhängen, wie auch immer. Ja. Also es ist schon eine ganz andere Nummer als vorher. Wir bauen natürlich erstmal irgendwie die Grundplatte. Das sind links und rechts jeweils. Ja. Brauchen von denen sicherlich am Anfang ein paar mehr. Ich stapel die mal ein bisschen hoch. Das ist auf jeden Fall Putschbilder. Also das ist Putschbilder. So, ganz ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich da jetzt baue. Das müsste nachher hier. Oh, das kann ich jetzt hier nicht dran kleben. Das geht nicht. Was ist denn das hier für Schokolade? Also das ist das erste Mal, wo ich jetzt wirklich die Hirnschmalz ein bisschen einstellen muss. Wo ich keine Ahnung habe, was ich jetzt hier eigentlich machen soll. Also dezent weiß ich natürlich keiner. So, schräg kann ich es nicht bauen. Es muss gerade sein. Okay, ich hätte eine Idee, aber I don't know, ob es klappt. Ach, hier drauf kann ich ja nichts machen. Das stützt hier drauf sicherlich nur. Das stützt ja nur drauf. Ich weiß nur nicht, warum man das braucht. Oder ist das hier meine Fläche? Das habe ich jetzt so nicht gewollt, aber okay. Dass man
sagte noch, man nimmt diese komische Schokoladenseite hier. So. Soll bestimmt auch ein bisschen fancy aussehen. Wir probieren es mal. Ich meine, so sieht es gar nicht so schlecht aus. Auch den Mist so zusammen. Ist mir sowas ein Scheißegal. Das muss ich natürlich nicht. Aber ich glaube, das habe ich mit der Entfernung. Ja, hier kannst du nochmal die reintüten. Hast du nicht mehr zu viele? Deswegen hätte ich gedacht, dann aber die sind es noch. Ich packe mal auseinander. Das ist sicherlich nicht ganz richtig. Ja. Schon ganz richtig so. Nee. Also macht es dann wirklich Sinn. Es sei denn, die Teile werden es nicht genommen, das werden die kleineren. Was man sagt, hier ist die kleineren, da sind die größeren. Ich meine, ich kann es probieren, aber ich glaube nicht, dass es hält. Oh. Aber die Teile halten erstmal. Jetzt muss ich denn da eigentlich nur irgendwie die Teile da mit dran kriegen. Man sieht der hängt dann aber genau daneben. Aber die müssen ja auch nicht gerade sein. Kann ich natürlich irgendwie etwas schräg bauen. Aber ich habe nicht jetzt viele von den Teilen, also. Und die sind. Naja, die müssen aber vielleicht auch nicht ganz so hoch sein. Die können nur gerade sein, ne? Das wird auch nicht funktionieren. Himmel Sakramenta, wie geht denn das?
Fabrik kannst du die dann natürlich auch nicht bauen oder sowas. Und ich habe noch die Teile, habe ich auch noch da. Können wir hier wahrscheinlich irgendwie so machen. Mal mit ein aus. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es sein soll so. Ich habe ja nicht allzu viele von den Teilen. Dann tut es mich schon auf. Pflaster hier irgendwie alles zu. Okay, also er kommt da nicht so richtig durch. Ich kann mir noch nicht vorstellen, warum nicht. Okay, aber wir nähern uns vielleicht die Lösung an. I don't know. Wie kommt man da jetzt rüber? Können wir wirklich nur so gebaut werden? Wir können jetzt nicht so drauf, das geht einfach nicht. Das ist auf jeden Fall erstmal Mist. Die kommen hier, da kommt ja sowieso nicht dran vorbei. Ich bin mir ganz sicher, dann auch, die Teile kommen hier oder irgendwo hin. Und dann hört es bei mir aber schon auf. Teile ruhig hier so sein könnte möglich sein. Ich bin erstaunlicherweise auch so lang. Ich weiß ja nie, wozu ich das Ding jetzt hier brauche.
Ich probiere es einfach ein bisschen aus. Mal sehen, was passiert. So. Ich probiere einfach irgendwas aus. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ach. Hallo, das schaffst du doch. Bei. Da jetzt nicht hoch. Hallo? Fängt der jetzt so? Das Ding habe ich auch nicht selber gebaut hier vorne. Ja. Wieso fährt denn da jetzt da nicht rüber? Sieht total stabil aus. Das ist wahrscheinlich zu hoch. Das fällt gleich mal runter. Hä? Wahrscheinlich tatsächlich. Ah ja. Okay. Gut, das hat jetzt semi gut funktioniert. Okay, ich brauche nur diese. Diese Stufen. Die Brücke hält. Was ist da jetzt kaputt gegangen? Ja, warte mal, die Teile hier. Die disappearen hier so ein bisschen. Hä?
jetzt eine Lücke im Kopf oder sowas? Das Ding, die sind noch fester. Dürfen wahrscheinlich nicht so weit rausliegen. Genau, was da gebaut habe. Ab, weg. Sehen nur diese kleinen Teile hier überall. Ich dachte, es wäre eine gerade Anzahl von den Teilen hier da gewesen. Und ich bin noch nicht mal so weit. By the way. Oh Mann. Ich fürchte, man kann das nicht so normal bauen wie normale Brücke auch. Weil fehlt dann noch irgendwie die ganzen Krams. Überlege, André, gucke nach, was hier falsch ist. Das da kracht als erstes zusammen. Und dann eskaliert er auf dem Boden weiter. Das hier hält ja einfach überhaupt nichts. Das bringt ja nichts. So hält die ganze Brücke einfach nicht. Ja, abgesehen von den komischen Pfeilern hier oben. Gut, wie machen wir das jetzt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt alles Mox ist, was ich gebaut habe.
Es gibt bestimmt nur eine einzige richtige Lösung für das Ganze. Es gibt nichts anderes, nur eine einzige richtige Lösung. Und die sehe ich jetzt hier momentan gar nicht. Oh je. So. Brücke fertig, Meister. Ich habe viel gelernt über Bridgebuilder. Zum Beispiel, dass es nicht unbedingt schön aussehen muss. Ja gut, okay. Das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte. Wir erkunden den Dschungel den Rest später. Batterie macht ja auch bald einen Abgang. Ja, ich bringe meinen Char noch rüber, hier über die ganze zentrale Brücke, ich springe jetzt nicht drauf rum. Das ist wirklich eine stabile Brücke. Aber hättest du Lust noch ein wenig kreativer zu sein, dann sieh dir das an. Ja. Oh, komm, das eine kriegen wir noch hin. Baue eine Fußgängerbrücke über den Fluss, habe ich doch schon gemacht. Immer wenn du eine Bauaufgabe zum ersten Mal gelöst hast, kannst du den Sandbox-Modus dafür aktivieren. Okay. Im Handgelenkmenü kannst du den Sandkastenmodus für diesen Bauplatz aktivieren. Das ist der hier. Hier machen wir mal. Oh, da gibt es noch viel mehr. In Sandbox-Modus bekommst du noch andere Steine zum Dekorieren zur Verfügung. Außerdem sind alle deine Steine unbegrenzt verfügbar. Das stimmt. Und die Sandbox-Farbpalette anzuzeigen, nutzen den Button in der Sandbox-Modus. Okay. Ah ja. Dann sind es gelb, noch grün, noch blau. Ja. Okay. Gut, ich habe da ja gesagt, keinen Bock, das noch kreativer hinzukriegen. Das ist richtig geil. Also, die beste Brücke ever. Gut. Ich lasse den jetzt mal drüber laufen. Perfekt. Und fertig ist. Und, ja. Sehr gut. Keine Ahnung, wozu die Desk-Bibliothek noch da ist. Was mit den Höschen auf sich hat, das erfahren wir beim nächsten Mal. Wenn das heißt, ich rufe räume meine Bude auf. Und, let's play.
Bridge. Nee, Brick. Tails. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.